Hallo und herzlich willkommen zur das ist die sechste Staffel, aber es ist die dritte Folge, genau andersrum. Also, sechste Staffel, dritte Folge, hier bei State of Decay 2. Ich bin der Palzi und ja, ich hatte ja in den Hausregeln dargestellt, dass man sich, oder dass ich mir das so vorstelle, dass man die Beziehungen in einer Grafik oder einer Matrix darstellt. Ich habe das mal vor der Folge gemacht. Das sieht dann aktuell so aus. Ne? Bekannte stelle ich überhaupt nicht dar. Deshalb habe ich das auch da ausgegraut. Kumpel habe ich mich jetzt für ein Weiß entschieden. Freunde haben wir noch nicht in der Gemeinschaft. Familie, Partner auch nicht. Aber so sieht's aus. Die drei Mitglieder. Bavishya als Köchin und Händleranführerin. Laura Handwerk, Sheriff-Anführerin, Leila mit den Ausreden, Kriegsheer-Anführerin. Und dann sehen wir uns gleich im Spiel. So, da kann es jetzt dann losgehen. Wir waren zuletzt mit Bavishya unterwegs. Waren wir zuletzt da? So, was liegt an? Wir haben keinen Treibstoff. Und wir haben keine Waffen. Treibstoff können wir da bekommen. Waffen wahrscheinlich hier am Militärcheckpoint oder auch am Prepperhaus. Ich würde mir eigentlich, hier wären nochmal Materialien, aber brauchen wir aktuell nicht akut, weil wir noch nicht bauen. Wie viel haben wir denn? Wie viele Materialien? 18. Ich fange mal an. Ist das zu gewagt? Zu Fuß zum Prepperhaus? Wir werden es gleich sehen. Hier sollten wir ja eigentlich halbwegs sicher sein. Bis der Dackel kommt. Und jetzt gehe ich mal in die Hocke. Bin ich auch schon wieder ganz leise, weil ich hören möchte, wenn ich hier von hirndürstigen Gesellen belästigt werde. Nehmen wir einen Hintereingang. Searching this place should keep us busy for a while. Erstmal sichern, damit wir die Schutzzone haben. Premises are empty. That's what I Okay, und dann like. fangen wir an zu gucken. Da ist der Container für dieses Zimmer. Oh, it's not much. Nur Schrauben, Tasse Kaffee. Tasse Kaffee kann sogar nützlich sein. Mach erstmal draußen. Nee, ich will keinen Außenposten. Ich möchte die Tür öffnen. Denn das könnte ja Sprit sein. Da ist ein Zombie. Das sind Waffenüberreste. Schiermesser und jetzt ist er auch schon voll, das kann nicht wahr sein. Naja, jetzt auch das Auto mitnehmen können. Ja, aber Sprit ist knapp. Und glaube, das hatte ich in der letzten Folge irgendwann gegen Ende gesagt. Letzte Folge war auch Ende der Session, weil ich da vorher halt das mit den Hausregeln noch vorbereitet hatte. Time is on our side aktuell. Ja, Schwierigkeitsgrad ist noch nicht angezogen und Zeit haben wir zu Genüge, zumal Nacht ist
Und hier die Schutzzonen fast durchgängig sind. We've got room for new people and we could really use the help. So, aber eine Tour kannst du noch. Du hast zwar die letzte Folge beendet, aber... Wie viel Einfluss haben wir eigentlich? 240. Freiheit. Dann schauen wir mal an den Vordereingang. Ich habe keine Lust, ihn zu machen. Ne? Wir wollen den Schwierigkeitsgrad möglichst lange in dem Status hier behalten. Dackel da hinten. This is gonna come in handy. Ein Kochbuch. Warst du nicht unsere Köchin? Ja, aber falls wir dich verlieren, mag ich jetzt nicht lesen. Außerdem ist das günstiger. Hat mehr Effekt, je besser die Moral ist. Signalantenne. Das ist schon mal ein Bingo. Das heißt, ein Außenposten mehr, ohne dass wir das Kommandozentrum aufwerten müssen. Frischer Seifenriegel. Ach, überleben heißt nicht, dass man stinken muss. Ich höre den Screamer von links. Das wären nochmal Chemikalien. Hätten in der letzten Fuhre gesteckt. Wäre vielleicht auch besser gewesen. Könnte mich für verfluchen. Und ich durchsuche jetzt den letzten Container auch noch. Denn mit dem Dackel da möchte ich eigentlich überhaupt nicht nochmal herkommen. Okay, time to put this place behind us. Das sind Flasche mit Schmerzmittel. Nee, die lasse ich glatt hier. Und dann hoffen, dass der Dackel uns nicht belästigt. Er steht da weiter, soll er bis zum Ende aller Tage, meinetwegen. Ich würde gerne auch zu den Campingplätzen oben fahren, weil man da auch einen Armbrust kriegen könnte. Aber das bei Nacht ist mir auch nicht so ganz wohl bei, muss ich sagen. Not to frighten anyone, but I feel things could be going better. Ich muss mal kurz in die Küche. Kleinen Moment. Ja, wenn man sich nicht ausreichend vorbereitet. So, du warst jetzt... Nee, wir wechseln. Nächste in Operation ist dann die Laura, unsere Handwerkerin. So, Laura, was machen wir mit dir?
Achso, wir haben ja nichts zum Ausrüsten. Optionen. Die Campingplätze bei Nacht gefallen mir nicht. Hier wäre ein Haus zum Looten. Hier kann es Munition geben. Da kann es auch Armbrüste und sowas gehen. Sicherer Spot ist natürlich da. Und hier wäre auch gleich noch Treibstoff. Mehr Lebensmittel. Ich würde sagen, du läufst erstmal laufen zu Mama Fratellis, um zu gucken wegen Packsack, damit wir mehr Lebensmittel reinkriegen hier. Verwende Funkbefehle um Ressourcen. Das dürfen wir nicht. Das sind Hausregeln, Spiel. Weißt du das nicht? Da steht auch einer, bei der kann uns eigentlich egal sein. Nicht zu nah ran. Erstmal ein bisschen. Sieht aber sauber aus auf den ersten Blick. Coast is clear. Ja. Okay. Das deckt sogar, weil wir aktuell nur mit zwei Verbänden rumlaufen. Nein, ich habe mir keinen Kaffee aus der Küche geholt. Es war das Wasser. Da hinten liegt doch einer, oder? Nee. No more Zeds? Yay. Oh, das ist echt ein ganz anderes Feeling wieder mit dem frischen Start. Ne, dreiviertel Jahr die fünfte Staffel da gespielt mit der Welttournee, die unheimlich viel Spaß gemacht hat, aber jetzt diese Dringlichkeit, dieses total abgefuckt sein, das ist halt ja, das Early Game ist echt das, was das Spiel ausmacht. Bin ja mal ohohoho gespannt auf das Curveball-Update, ne? Wer es findet, darf es behalten. Das ist ihr Packsack. Kriegt niemand anderes. Wir haben noch zwei. Ist es wert? Das ist ganz schön weit dahin. Wir könnten aber mit Looten hier weitermachen. Wir haben ja jetzt die Schutzzone von dem Gebäude hier. Momentchen mal, wir hatten doch... Wir haben ab... Ups, nein, 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 nicht aufwerten. Stimmt, wir können ja in der nicht aufgewerteten Kommandozentrale... Obwohl, ich glaube, die könnten wir aufwerten ohne die Quest... Keine Zombies hier drin. Na dann. Sind wir mal so frei. Ich glaube, wir könnten die Kommandozentrale aufwerten, ohne die Quest voranzutreiben, weil man ja eine neue Anlage bauen soll. Aber ich weiß nicht, ob Kommandozentrum Level 2 nicht vielleicht doch als neue Anlage zählt. Und da ist ein Toolkit. Weil wir den Packsack eh nicht mitnehmen können, gucke ich jetzt auch noch in den letzten Container rein. Das Gebäude bleibt ja ungelootet dadurch. Hm, 12G-Muni wäre interessant, aber können wir eh nicht nutzen. Aktuell zumindest.
möchte ich mal dahin, denn ich glaube, hier war irgendwo ein Auto, in dessen Kofferraum noch was sein kann. Und vielleicht stackt das ja. Nee, das stackt nicht. Was haben wir hier eigentlich? Ein Kasten mit überschüssigem Bier von der Armee. Eine Armee braucht genug zu fressen und zu saufen. Also wir haben auf jeden Fall schon ein paar Items, die wir verkloppen können, wenn wir die Quest vorantreiben. Sollte dann mit den Außenposten halbwegs vorangehen. Bavishia ist nicht mehr müde. Ja, guck da mal genau hin. Der liegt da so komisch auf dem Boden rum. Der ruht sich bestimmt nur aus. Ich habe einen Dackel gehört. Nie ein gutes Zeichen. Was sagt denn die Karte? Da oben, okay. Da kann er gerne bleiben in der Gegend. So, erstmal den Packsack. So, Lebensmittel sind kein Problem mehr. So, machen wir da gleich weiter. Da ist angeblich nur ein Bloater. Ich würde vor allen Dingen gerne nach da. Hier ist ja jetzt sicher. Das heißt, ich fahre mal mit dem Auto bis zu der Gegend. Wir haben ein weiteres Reparaturkit gefunden. Ist es jetzt an der Zeit? Komm, es ist nicht. Und zwar stelle ich den Wagen jetzt mal da ab. Ne? Front sichern, nicht wie bei Vlad, der den Flug hat und dem nichts passieren kann. Ich gucke erstmal in die Klinik hier rein. Wenn da keine Zombies sind, ist das ja eine kostenlose Schutzzone. Looten können wir die immer noch. Geht mir echt nur um die Schutzzone. Ich will an Treibstoff kommen. Habe, denn hier hätte ja auch irgendwas sein können, was ich bislang noch nicht entdeckt habe. Irgendwo Zombies. Ah, da direkt hinterm Zaun, da steht er. Oh, hier ist ein Goodie, dann gucken wir mal. Ausgefranste Nachricht. Ach, die 10-jährige Emily. Die Polizistin werden wollte, genau wie der Papa, und ihren 100-Worte-Aufsatz damit beendet hat. Ja, hättest du nicht gemacht, dann hätte ich gar nicht in die Richtung geguckt, denn da fühlte ich mich eigentlich sicher wegen Kartenrand. Da
Deine Augen habe ich aber gesehen da oben. Stelle gesichert. 4 Container, alle hier. Das da könnte Sprit sein. Also ein Benzinkanister fange ich mit an. Daneben, das müsste Schrägstrich könnte der Packsack sein. Das ist der Kanister. Gut, da ist der Zombie. Ich wollte gerade... Ah, das sind leider Chemikalien. Was haben wir hier? Obwohl, da kann glaube ich auch ein Packsack rauskommen. Ein Parts. Wo ist mein Packsack? Wäre ungünstig, wenn wir keinen Sprit hier bekommen. Wow, this is useful. Wo ist denn der Zombie hin, der vorhin da noch stand? Ich finde das nicht gut, wenn ihr euch bewegt. Bleibt bitte da, wo ich euch vermute. Das wäre mir viel lieber. Da war er, ne? Ach, keine Ahnung. Weg zurück. Vielleicht können wir noch ein bisschen was mitnehmen. Hast ja noch 4 Plätze. Desinfektionsmaschine. Seifenriegel für unterwegs. Bleibt sauber, auch auf Patrouille. Und da ist eine Knarre. Das ist schön. Und wer es findet, darf es behalten. Ich weiß zwar nicht, was eine Knarre in der Klinik zu suchen hat, aber das ist auf jeden Fall ein guter Fund, würde ich da mal sagen. Nummer 1 hat eine Waffe. Und jetzt warst du voll, ne? Die haben, ja, weil ich vergessen habe, die anderen... wegzupacken. Nee, mach mal lieber zu hier. Dann weiß ich, dass da drin sauber ist. So, du gehst ins Auto. Ach so, im Auto. Ich habe das Auto auch nicht geleert. Dich kann ich aber da reinpacken. Und dann laufen wir die kurz zurück, die Gegenstände. Wir haben keinen Sprit zu verschenken und hier ist sicher. Idiot, ich hätte den Packsack doch mitnehmen können, wenn ich eh laufe. Was habe ich denn gemacht hier? Ah. Ja, macht es besser als ich, sage ich dazu nur. Ich glaube, es wird etwas heller dann. Was ja auch angenehm ist. Nachts haben wir ziemlich sinnvoll rumbekommen. Da ist eine größere Ansammlung von Zombies. So, mal wieder ein bisschen schleichen. Jetzt als erstes
Hier war ein Gegenstand mit hohem Handelswert. In dem Wagen ist nichts drin. Dann machen wir jetzt das Leafy Acres leer. Packsack tun wir in den Kofferraum, damit wir den Medi-Packsack aus der Klinik dann auf den Rücken nehmen können. Checken in den Wagen, ob was sein könnte. Und dann wollen wir mal schauen. 5 Slots sind noch frei. Mal schauen, was in den 3 Containern hier ist. Dann haben wir noch einen 4. Container mit dem Packsack zurückgelassen. US Single. Was war das? Achso, das war die Flasche mit billigem Bier. Quantität hat auch Vorteile. Und hier US Single Malt. Ja, moderner. Nein, du bist keine Schnellschleicherin. Oh, das ist echt. Wenn du ein Dreivierteljahr mit einer Community gespielt hast, wo Schnellschleichen angesagt war. Oh, good. Dann ist das schon anders hier, kann ich da nur sagen. Sorgt zwar für eine innerliche Anspannung, aber es ist nichtsdestotrotz ein schönes Gefühl gerade. Wahrscheinlich bleibt es aber nur so lange schön. Bis wir die erste kritische Situation haben. Wir sind nicht gut bewaffnet aktuell. Wie viele Slots haben wir noch? Ist noch einer. Und ich meine, da vorne war ein Auto. Unser eigenes Auto ist nicht so weit weg. Weil es eigentlich Blödsinn, das hätte man auch mitnehmen können, wenn man den Militärposten lootet. Naja, jetzt sind wir fast da. Und dann kommt der Dackelpalzi. Ja. Das Ganze für 4 Parts. Na gut. Wer den Kreuzer nicht ehrt, ist des Talers nicht wert. Ne? Die Kindheitsweisheiten außer Mickey Maus. So, dann fahren wir jetzt zurück mit dir. Nummer 1 und Nummer 2 ist er. Nee, der steht da noch. Oh, da können wir in Ruhe den Wagen entladen. Da hat Laura ordentlich was geleistet. Und darf die Waffe behalten. Wer es findet, darf es behalten. Ne? Grunty.
Gut, liebe Leute, das wär's dann aber auch mit der dritten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Und wie immer wäre ich euch dankbar, wenn ihr ein Like und vielleicht für den Kanal ein Abo dalassen würdet. Bis dann, euer Palzi.